Hallo Fans, es ist Freitagnachmittag. Ich habe mich mal kurz ein bisschen zurechtgezupft für eine ganz kurze, ist es live? Ist eine Aufzeichnung, habe ich mir gedacht. Für eine ganz kurze Aufzeichnung hier vor der Kamera mit meinen fettigen Haaren. Ich hoffe, es ist okay. Und ja, heute ist der Tag der Entscheidung. Heute wird wahrscheinlich die Geschichte des Radios neu geschrieben werden müssen, denn die Antwort von Hitradio Antenne 1 ist da. Und wer die Sendung seit 29 Jahren kennt, der weiß, dass hier eigentlich nie gelogen wird. So gut wie nie. Okay, gut, beim Glück weiß man nie genau, wie er es meint. Wenn er was sagt, man weiß es nicht so recht. Ne? Da gibt es noch diejenigen, die sagen, das ist doch gar nicht witzig. Das sind die Hauptschüler, das sind auch meine Zuschauer. Dann haben wir noch die Akademiker, das sind die, die voll den Durchblick haben. Boah, ey. Und gut, das sind zwar nicht allzu viel, aber man muss ja heutzutage, wo der Streuverlust gerade so wahnsinnig groß ist in den Medien, weil es so viel Angebot auf dem Markt gibt, muss man ja auch mal mit was zufrieden sein. Pudde. Ich meine, der Pudde von Chicken Wings TV in Stuttgart, der wäre doch froh, er hätte die paar Akademiker. Dann hätte der nicht nur pro Sendung 85, mit mir, behalte eins im Sinn, die Akademiker. Dann hätte der 87 Zuschauer. Pudde, das wäre doch mal gar nicht so schlecht. Und jetzt, wirklich, ungelogen, ich habe es eben 16.37 Uhr aus dem Briefkasten rausgeholt. Und jetzt machen wir mal einen Schnitt, weil ich habe gerade Reis am Kochen. Gulasch, der dritte Tag, kann man ja dreimal aufkochen. Gulasch, das wird ja nicht schlecht, gell? Schnitt. Naja, das Wasser kocht gerade. So, das gute, billige Reis vom Edeka rein damit. Es muss nicht immer diese Plörre vom Onkel Benz sein, gell? Hör da, wie es blubbert. Wie der Reis blubbert. Also, jetzt zurück. Ich habe es wirklich noch nicht aufgemacht. Wirklich, das müsst ihr mir glauben. Ich weiß wirklich nicht, was drin steht, weil sonst wäre der Film ja auch total langweilig. Seid ihr es auch schon so gespannt wie ich? Dann meistens erkennt man sofort immer das Wort leider. Oh, es sind nur 4 Zeilen. Das könnte heißen, kommen Sie zu einem Gespräch vorbei. Es kann aber auch heißen, leider haben wir im Moment, wir wünschen Ihnen alles Gute, dass Sie krank sind, tut uns leid. Jörg Hacker, hast es gewusst. Also, wenn man bedenkt, was ich den Herzzerreißendes geschrieben habe. Sehr geehrter Herr Glück, vielen Dank für Ihr Interesse an einer Mitarbeit bei Hitradio Antenne 1. Derzeit haben wir keine Vakanz, die Ihrem Kompetenzprofil entspricht.
kann schon sehr viel. Das stimmt. Wir hoffen, dass Sie bald eine geeignete Aufgabe finden, die Ihren Vorstellungen entspricht. Es grüßt Sie freundlich, Achim Vöske. Ist mein Reis schon fertig? Ja. Naja. Was gibt's denn bei H&M in der Frühjahrskollektion? Was bestell ich mir denn? Wo sind denn die Boys? Ach, wo sind sie denn? Die Boys. Da sind die Boys. Da sind die Boys. Ist doch gut, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Habe ich nicht die Figur dazu, gell? Na ja. Hemden, das ist auch nicht so mein Ding. Wenn Hemd, dann nur mit Krawatte und Anzug. Dann. Ja, das ist schick. Mühe geben können. Diese Navidad-Sätze. Jetzt weiß ich erst, wie die Mutter sich fühlt, die von ihrem eigenen Kind verstoßen wird. Ihr wisst ja, der Sender, das war mein Baby, den hab ich quasi geboren mit meinen Kollegen zusammen. Das tut weh, das tut weh. Ich kann nicht mehr raus.